Dass die beiden Ex-Bayern-Spieler Hansi Pflügler und Paul Breitner ausgerechnet an jenem Tag feierlich in Regensburg einzogen und dem Cheftrainer Louis van Gaal beim Rekordmeister entlassen wurde, hatte schon etwas. Vor allem Paul Breitner, der als Chefscout ja noch immer bei den Bayern tätig ist, musste sich der ein oder anderen Frage zur Trainerentlassung stellen. Herr Breitner, aufgrund der Lage heute beim FC Bayern tut es ganz cool, in Regensburg zu sein, oder? Also wenn es eine Entlassung gewesen wäre, die nicht eh jeder für heute oder für morgen erwartet hätte, dann hätte es sicherlich ziemlich viel Trubel gegeben. Aber so, nachdem das eigentlich irgendwie vorhersehbar war, ist die Situation relativ ruhig. Zumindest in München. Ich weiß nicht, was die Leute hier in Regensburg machen. Regensburg stand Kopf, aber weniger wegen der Entlassung van Gaals, eher um der Chance, gegen den großen FC Bayern zu spielen. Wer es ins Regionalteam Oberpfalz schaffen wollte, musste aber größtenteils fußballerisch überzeugen. Das jedenfalls das Hauptkriterium bei Sportreporter Waldemar Hartmann. Also der Paul und ich sind uns immer sofort einig und ich muss sagen, das geht dann schon nach 10 Sekunden, wenn die Kandidaten reinkommen und irgendwas mit dem Ball machen. Die machen ja auch noch viele andere Sachen, blasen Alphorn oder haben einen Hund dabei, der Kopfball spielt. Aber wenn einer den Ball mit dem Fuß berührt, 10 Sekunden später schauen wir uns an und sagen, kein Fußball oder eher nicht, Schauspieler, soll sie bei Roncalli melden. So überzeugte Daniel Hösel weniger fußballerisch, sondern mehr durch seine Oliver Kahn und Louis van Gaal Parodien. Herr van Gaal, was sagen Sie denn zu Ihrer Entlassung heute? Ja, ich denke, ich muss da nicht mehr diskutieren. So, ich denke, warum stellen Sie mir diese Frage? Ich habe das öfter erklärt und jetzt, ich sage nichts mehr. So, das ist keine Frage, sondern eine Provokation. Sogar die legendäre Weißbierdusche, die es dieses Jahr in München sicherlich nicht geben wird, wurde ausgereizt. Die miserable Saison der Bayern oft ein Hauptthema. Vom Niveau her könnten die ja nicht nur gegen den FC Bayern spielen, sondern zurzeit auch für den FC Bayern. Ja, wenn es nach dem jetzigen Leistungsstand der Bayern geht, könnten durchaus ein paar sogar Verstärkungen sein. Lustigerweise aber, wir fragen ja immer alle, was würdet ihr denn gerne spielen wollen, wenn ihr dran seid in dieser Mannschaft? Wollen 80% Mittelfeld spielen. Nicht ein einziger hat bisher Innenverteidiger spielen, wo da gerade was bei Bayern hapert. Naja, das war typischer Walde, würde ich einmal sagen. Ein Spruch, den, ja, der wirkt momentan aber bei mir nicht mehr so. Momentan glaube ich, ist es nicht so schwer gegen den FC Bayern. Zumindest schaut es zumindest so aus. Sagen wir. Ob morgen ausschaut, ist wiederum was anderes, sagen wir, weil doch die Trainersituation sich geändert hat und vielleicht spielen sie jetzt wieder frei auf. Allerdings nicht gegen unser Louis van Gaal-Double und den Weißbierduscher. Beide haben es nicht ins Regionalteam geschafft.